Jetzt geht's ja langsam aufwärts hier. Captain Frank Travanti, Officer Robin Sutton. Ja, komm rein jetzt hier. Eisiger Hauch. Blöde Entscheidung reinzurennen. Blöde Entscheidung. Saublöde Entscheidung. Officer Megan Russo. Wie viel haben wir jetzt noch? Die Handel da unten? Wo sind die denn überhaupt? Okay. Ich will die dumme Tusnel da nicht immer sehen. Oder was ist an der so besonders? Außer eine unnormale Oberweite. So, du gehst mal hier runter, weil die tümmeln sich gerade da unten. Ich hätte so gerne hier jetzt mal. Der Wauwau geht hierher. Captain Frank Travanti. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute haben wir noch. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die alle irgendwie auch noch rauskriegen hier. Können wir noch irgendwas im Raum binden? Elektrisch binden, du kommst hierher. So. Hä? Was ist denn jetzt los? Wie schaut's denn? Na, die ist auch bald soweit. Der auch. Dem fehlt's noch ein bisschen. Der ist schon definitiv überfällig. Egal, darum. Bei dem fehlt es auch noch. Aber wegrennt tut er jetzt auch nicht. Warum auch immer. Jetzt kippt die wahrscheinlich gleich wieder um. Na endlich. Jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben nur noch 3. Wobei einer ist weg. Dr. Klugman. Klugmann. Wo bist du denn? Raindancer. Bin denn hier. Kräfte, okay. Flut. Wendell geht hier rein. Binden hier elektrisch. Der Wuffel geht in die Etage. Ja, wieder eine weniger. Müssen wir bloß noch den Herrn hier rauskriegen. Und den haben wir jetzt auch bald soweit. Da fehlt's aber noch weit. Deine Verschnaufpause bringt dir auch nichts.
mal wieder rein hier. Komm, wo bist du denn? Da bist du. Sehr schön. Klugmann. Yippie. Alle weg. Oder? Schaut gut aus. Jo, schaut sehr schön aus. Und da gehen da. Lauf, Forest, lauf. Aber wieder bloß ein Geist befreit. Schade eigentlich. Schrecken 184 Schocks. Hossa 200. 300. Hui, 355. Ja, die Bilanz ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Geflüchtet sind alle. 6 Minuten mehr gebraucht. Schade. So, dann würde ich mal sagen, wir nehmen Dead Fellas. Sterbliche sind solch erbärmliche Kreaturen, dass wir Verstorbenen ausgesprochen selten das Bedürfnis verspüren, uns in ihre kaum gerechtfertigten Ansichten einzumischen. Es sei denn, diese Ansichten betreffen unsere Existenz. Don Bartholomew, ein selbstgefälliges, kriminelles Individuum, hat über die Toten hergezogen und behauptet, Geister existieren nicht. Überrede ihn dazu, seine Meinung zu ändern. Dort kriegen wir schon. Ich würde mal sagen, wir quatschen erstmal empfohlen. Und dann quatschen wir erstmal. Don Bartholomew glaubt nicht an Geister. Belehre ihn eines Besseren. Jetzt erstmal hier durch abchecken. Ob hier noch irgendwas etwas ist. Was wir an Geistern aufsammeln. 4 Stück sind's. Hossa, ist ja schon ein bisschen was. Macht mir nichts auszuverlieren. Gehört ja sowieso alles Don Bartholomew hier. Aber der verdammte Croupier hat solche Panik vor dem Boss, dass er keinen gewinnen lässt. Und wie ich ihn dabei erwische, knallt die Ratte mich einfach ab. Das ist verdammt nicht fair. Dem werde ich zeigen. Okay. Dieser miese kleine Croupier soll wissen, was es heißt, ein Verlierer zu sein. Okay. Was haben wir hier noch? Ich war der Lieblingspianist des Don. Ja, hat mir immer gerne zugehört. Bis zu dem Abend, als der Boss besonders miese Laune hatte. Hab wohl das falsche Lied geklimpert. Da hat er mich voll Blei gepumpt. Ich würde so gern das Lied zu Ende spielen. Bin doch ein Profi. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, welches es war. Das kann ich dir jetzt aber auch nicht sagen. Irgendeiner hier muss doch wissen, welches Lied das war. Okay. Wenn du das sagst. Was haben wir denn hier noch? Auch wieder so viele kleine Räume, Mensch. Da ist noch was. Der verdammte Pulitzer hat mich auf der Beerdigung der Großmutter des Don herumschnüffeln lassen. Aber der Blödmann mit der Knarre ist dafür verantwortlich, dass ich mich in dem Sarg verstecken musste. Jetzt, wo ich nur noch Staub in dieser Urne bin, glaubt der Don, ich sei die Asche seiner Oma. Wenn du mich verstreuen könntest, wäre ich dir ausgesprochen dankbar. Das müssten wir hinkriegen. Aber irgendwie fehlt hier noch einer. Kann das sein? Können wir noch mal eins runtergehen? Hier muss ich ja noch irgendetwas oder irgendwer aufhalten.
Ah. Man nennt mich Wavemaster, Geist der unergründlichen Ozeane. Verflucht sollen sie sein, diese Nachkommen von Affen. Sie pflügen durch die Wellen und versenken ihresgleichen in der Tiefe, die Füße mit Steinen beschwert. Nun haben sie mich hier eingesperrt und ich kann nicht hinaus, wenn doch nur die Sterblichen ausreichend motiviert wären, dieses abscheuliche Bilgewasser auszuleeren. Puh. Hm. Jetzt schauen wir auch mal erstmal, ob wir hier irgendwas elektrisch-emotional. Kräfte drunter und drüber. Dann gehen wir jetzt mal hier rauf, versuchen die Urne umzuschmeißen. Was kannst du? Zitter. Lässt die Erde kurze zittern und ebt dann ab. Okay. Binden, Kräfte, Sirene, Böen, binden. Geht wieder nicht. Dann probieren wir es mal mit dem hier. Kräfte, Pech, gehen wir natürlich gleich mal Vollgas. So, was haben wir denn noch? Der Croupier, Mord, Gewalt und Emotional. Okay, den können wir scheinbar nicht binden. Was hat denn der für Kräfte? Starkstrom. Oh, das könnte eventuell da unten eher nützlich sein. Bank. Binden. Kräfte. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Power. War ja wieder klar. Zoomen wir mal kurz raus. Wo halten die sich immer auf? Hier. Sehr schön. Binden. Ja, das soll... Hier in dem Raum. Kräfte, Hetze. Bisschen Angst machen hier. Emotional. Fesselleichnam. Dichter Schwarm. Haben wir hier irgendwas Elektrisches? Wir können da höchstens hier mal ein bisschen rumspielen. Kräfte drunter und drüber. Schaut so nach Anker aus. Ja. Ray Hill. Elektrisch. Durchgang. Binden. Ah, sehr schön. Donnerschlag. Können wir denn hier auch die hier auch verwenden irgendwo? Der Durchgang wäre mir persönlich jetzt fast lieber. Den dicken hier. Kräfte. So, schauen wir, ob das mal hier ein bisschen was bringt. Schaut es beim Küchenchef aus. Muckste Mäuschen still. Hm. Hier haben wir noch. Ach, können wir ja wieder nicht. Puh. So, Kleiner, mach mal hin jetzt hier. Kräfte. Merkwürdiges Bewegen.
Na? Irgendwie macht er da nichts, kann es sein? Mord, Gewalt und Emotionen. Ach, das geht ja wieder nicht. Das ist ja die Fessel vom anderen. Binden. Da, Wasser. Kräfte. Regen. Können wir da ein bisschen mehr Gas geben? Nein. Na, komm. Dinge vom Himmel fallen. Kräfte, Sirenengesang. Lockt alle herbei. Wir haben aber zu wenig Plasma. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Den nehmen wir damit rein. Schick Konstanzen. So. Emotionen, Gewalt. Wir haben aber nichts mit Gewalt. Also wenn ein Bett schon mit Emotion und Gewalt, dann möchte ich ja nicht wissen, was die da drin machen. Fragen über Fragen. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen mal hier für heute Schluss, weil irgendwie muss ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Eventuell werden wir auch mal andere Geister. Ich weiß jetzt nicht, ob wir genau an der Stelle weitermachen können oder ob wir den nochmal neu aussuchen müssen. Wenn wir neu anfangen müssen mit dem Level, dann würde ich sagen, wählen wir uns andere Geister, weil irgendwie scheinen die ja nicht wirklich einen Taug zu haben. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, euer Sloopy.